Monika. Du schreibst die jetzt ohne K. Du schreibst die jetzt mit C. Monika. Da ist etwas geschehen und ich weiss auch was. Ich bin gezählt mit Kollegen. Wir sind mit Interrail auf Norwegen. Und dort hat es so komisch geformte Wolken gehabt. Sie haben ausgesehen ein bisschen wie Teller und haben sich anders bewegt und schneller. Und wir haben spontan eine Idee gehabt, Monika. Aber die Fotos, die wir dann verschickt haben, unter anderem auch dir, das sind dann selber gemachte UFOs aus unserem Campingschirr. Aber du sagst, es kommen Change. Du sagst, du siehst ein anderer Mensch. Da habe ich denk selber gemerkt, weil Monika, du schreibst die jetzt Monika. Du schreibst die jetzt mit C, Monika. Da ist etwas geschehen und ich weiss auch was. Wir haben's lustig gehabt beim Zelten. Wir haben über Playaden geredet und andere Welten. Und das Ganze hat ein bisschen eine Eigendynamik angenommen. Und auch die Kornkreise haben wir selber gestampft. Wir haben auch verdammt gekrampft. Aber Monika, die Außerirdischen machen einfach auch so. Nur wir kommen zusammen in der Nacht mit ihren UFOs und in Horten. Wenn wir mehr gewesen wären, wär's auch imposanter geworden. Aber du sagst, es kommen Change. Du sagst, du siehst ein anderer Mensch. Monika. Aus Oslo, wo dir sagen, es sei Zeit zum Loslassen. Du verlässt die Welt, weil dich nichts mehr mit ihr verbindet. Und du lesest all die verbotenen Bücher und hängst violette in Tücher aus dem Stubenfenster, dass die Außerirdischen dich dann auch sicher finden. Weil schon bald kommen sie dich holen. Sie haben dich aus der Welt, sie schicken dir Fotos und im Hintergrund sieht man einmal unser Zelt. Monika, du schreibst dir jetzt Monika, du schreibst dir jetzt mit C, Monika. Da ist etwas geschehen und ich weiss auch was.